spricht sie meine falsch aus. Ach, hier ist der Händler wieder. Vielleicht kann der was brauchen. Jetzt brauche ich jetzt Material, aber... Das bringt jetzt auch nicht so viel. Dann brauchen wir eigentlich auch als Material. Kaufen wir halt hier Material, das ist ein bisschen. Man da kriegen wir auch immer wieder Neues. Da kommen wir aber nicht viel weit. Raus mit dem Müll. Wir kaufen mindestens 200 Gegenstände. Oh, nicht schlecht. Also, Stoff kriegen wir ein neues, das ist ja nicht das Ding. Yay. Können wir das Schiff vollenden. Juhu. Genieße gerne die Sonne. Es ist friedlich. Hin und wieder aber auch nicht. Vor allem wenn Leute gerne diesen Sonnenschirm herumhüpfen. Sie springen hoch und runter. Hoch und runter. Sie lieben es davor, davon abzuprallen. Da könnte ich aus der Haut fahren. Ich kann mich wohl nicht darüber beschweren. Du hast mal in den Himmel geguckt. Die Sonne genießen und so. Hör auf. Was machst du da? Ruinierst diesen äußerst angenehmen sonnigen Tag. Hör sofort auf abzuprallen. Du kannst nicht einfach hierher kommen und wie ein hyperaktives Kleinkind um von Gegenständen abfallen. Das stresst mich total. Beruhig dich doch mal. Ich habe einen kostenlosen Rat für dich. Du wirst es nie dort hoch schaffen. Ich habe schon Leute mit kräftigeren Beinen scheitern gesehen. Na schön. Wenn du wirklich zu willst, brauchst du zwei Dinge. Zuerst mal gute Einstellung. Das bezieht sich auch auf das Leben im Allgemeinen. Die richtige Einstellung ist alles. Und dann musst du dir vorstellen, höher abzuprallen. Oder, ich weiß auch nicht, wird sonst du eine neue Fertigkeit erlernen. Du wirst es schon herausfinden. Eines Tages wirst du lernen, wie man ordentlich abprallt. Ich weiß einfach, dass du eine Kombination aus Dingen brauchst, um dort hochzukommen. Eine ruhige und coole Einstellung und höhere Beinkraft. Hör jetzt auf damit. Ich bin nur eine simple Person, die es nicht mag, wenn Leute mit ihrem Sonnenschirm herumhüpfen. Wir werden schon noch dahin kommen. Wir kommen dann später nochmal. So, du jetzt zu navigieren. Aha. Auf geht's. Immer schlafen, dann geht's weiter.
Da kommen wir eh noch nicht hin. Waren wir schon auf Fugara? Ich glaube, da waren wir schon, oder? Oder nicht? Dann reise ich da mal hin. So machen wir das. Mal wieder ein bisschen musizieren hier. Die Katze, wie sie wieder mitfängt. Resutinovain entdeckt. Aha. Ey, hier geblieben, hier geblieben, hier geblieben, hier geblieben, hier geblieben, hier geblieben, hier geblieben. Aber die Insel doch mal besuchen. Bitte schon mal auf die Insel drauf gehen. Mindestens mal kurz. Um hier den Baum zu fällen. Wow, ein Freund hat mir von diesem Fels erzählt. Er meinte, man müsse sich etwa eine Woche lang daneben stellen. Dann würde man zu einer Möwe oder so etwas in der Art. Aha, das hast du geglaubt. Ich verstehe das nicht. Seit Tagen bin ich jetzt schon hier. Alle sagen, dass sie etwas spüren. Ich spüre gar nichts. Was soll das denn? Ich hätte meinen Job nicht kündigen sollen. Oh Junge. Wenn jemand her sieht, lecke ich. Wenn niemand her sieht, lecke ich gerne am Fels. Da kann ich mich besser konzentrieren. Außerdem schmeckt er leicht salzig. Uah. Bären. Sieht fantastisch aus. Davon hatte ich gerade geträumt. Machst du einen? Der und seine Bären.
Plätzchen. Hier geht's ins Wasser. Ah ja. So, haben wir die Insel auch mal gesehen. Und gleich die Rohstoffe geplündert. Die sehen fantastisch aus. Davon hatte ich gerade geträumt. War das nicht wundervoll, Lieblingsnichte? Atun und seine Beeren und sein Essen. Tja. Was? Lieber was anderes? Die Lieblingsspeise magst du nicht? Oha. So, dann rollen wir mal zum nächsten Punkt. Ich glaube, hier sollten wir noch hin. Überraschung. Ich hatte mal wieder Hunger. Was du nicht sagst, Atul. Also habe ich etwas dagegen unternommen. Bin von Brot gegangen und habe ein paar Beeren gepflückt. Aber ich habe es etwas übertrieben. Ich habe zu viel. Hier bitte. Erdbeeren. Das Schaf muss wohl wieder geschert werden. Okay, was zu essen, natürlich. Oh, Sonnenfinsternis. Das wird ein bisschen dauern. Es ist schon Nacht geworden. Das sieht man hier leider nicht. Was gibt's hier? Oh, hallo. Oh, du bist müde, nicht wahr? Kein Wunder, dass du dich bei so vielen Kindern erschöpft fühlst. Vielleicht können wir ein bisschen mit ihnen spielen, damit du dich erholen kannst.
Was meinst du, Stella? Oh, wundervoll. Oh, wir werden so viel Spaß haben. Das Spiel habe ich mit meinen Enkelkindern andauernd gespielt. Fangen Sie einfach ein und bringen Sie zu Ihrer Mutter zurück. Was? Wer bist denn du? Eine Geister? Und Nebelfasern. Die können wir gebrauchen. Endlich können wir damit mal was. Endlich können wir das denn mal machen. Ich habe schon gefragt, wollen wir die kriegen? Das ist eine Zutat, die wir brauchen. Den Eisbrecher zu machen, um dort durch den Nebel durchzukommen. Und Glimms haben wir auch noch bekommen. Das sollten wir mal ausprobieren. Aha, Nebelfaden. Ach, schon wieder. Ich nehme auch gerne noch mehr Nebelfaden. Das ist neu. Und tot ist mit euch. Ach, da ist noch eines. So sehr selten ist das dann doch nicht. Kommen wir hier in diesem Gebiet öfters hin. Nebelstoff. Das brauchen wir doch auch noch dafür. Okay, wir haben gehalten. Weil Nacht war oder wir waren gekommen sind.
Ja, ich komme wirklich zu dir. Morgen kann man weiterfahren. Jetzt haben wir auf jeden Fall eine Menge von den Nebelstoff. Das ist zu lang. Gehen noch das Nebelstoff, das bin ja jetzt. Nebelfahren brauchen wir für den Obstgarten. Das haben wir jetzt alles zu Stoff gemacht. Dann mal ab in die Kuh hier. Angekommen sind wir. Und wir haben, glaube ich, sehr viel Getreidesalat. Auch wenn wir Reis dafür benutzen. Schauen wir uns um. Seltsam. Das ist wirklich so sein Duft. Die ganz besondere Mischung aus Moschus und Nunchadangs. Er muss vor kurzem hier gewesen sein. Schnell, wir fahren Glas. Zum Pumpen. Giovanni, der Name spricht ihn nicht aus. Er hätte beinahe meine Ehe ruiniert. Man kam vor einem Monat hierher. Großer Kerl. Hielt sich für den Boss. Zum Glück kam meine Frau wieder zur Vernunft. Angeblich gefiel ihm das Wetter hier nicht. Ich will mal wiedersehen. Na, fantastisch. So ein Pech. Es tut mir leid, Stella. Oh, verflucht noch eins. Genug ist genug. Ich habe keine Lust mehr, meine Zeit zu verschwenden. Ich werde nicht mehr nach diesem Streu suchen. Ich brauche ihn nicht, um glücklich zu sein. Ich möchte seinen dummen Witze und seine ständigen Jammern nicht mehr hören. Ich habe es satt, wegen seines blumigen Parfüms nicht mehr atmen zu können. Ich brauche seine anderen Lobeshymnen auf mich nicht. Ich muss seine extravagante Mähne nicht sehen. Ich will keine. Ich lasse uns auf das Schiff zurückkehren, Wildfang. Machen wir das. Ein Brief. Ein Brief von Olga. Astrid, wichtige Neuigkeiten. Du wirst dich sicher freuen, dass mein Fan
endlich ein Ergebnis geliefert haben. Ich habe gehört, dass meine Schwester Mascha vielleicht etwas über den Aufenthalt deines Ehemannes weiß. Willst du dich mit ihr treffen? Aha. Dann stellen wir mal Mascha an. Masterer. Ringer. Wo finden wir die denn? Dann erstmal zurück, ne? Dann können wir auch unser Schiff aufbessern. Gehen können wir nichts. Ich habe gehört, dass wir wieder einen Brief von Olga bekommen haben. Mascha, sagst du, das ist ihre Schwester und sie könnte etwas über Germanys Aufenthalt wissen. Okay, gut. Reden wir mit ihr. Sie ist, wie soll ich es ausdrücken, eigentümlich. Wir beide. Sagen wir einfach, dass wir uns nie wirklich angefreundet haben. Und Stella, danke, dass du meine Botin bist. Du bist wundervoll. Ja. Dann machen wir den langen Weg hier hin. Ich habe hier, wo die andere ist, habe ich keinen Plan mehr zu sein. Müssen wir jetzt hier hin, aber da kommen wir nicht. Da kommen wir erstmal nicht hin. Ich will nicht essen. Etwas anderes hätte sie gerne. Getreidesalat. Wie stehst du eigentlich zu Getreidesalat? Also ist fast alles. Ich esse ich nicht. Bist du auch satt? Denn das ist. Meine Anfrage, ich muss weg, ihr bitte was. Von wem? Wo ist Gwen? Nein, sag nicht nein, 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 nicht jetzt, nein. Wo ist Gwen? Du wirst doch nicht jetzt. Nicht jetzt. Ben, wo steckst du? Mach mich nicht unglücklich. Und wo ist Ben? Im Haus nicht, hier auch nicht. Oh, wo steckst du? Ich
nicht in ihrem Haus. Nur zum Kuckuck. Gwen ist nicht hier. Ja, sehe ich. Vielleicht ist sie zu irgendeiner Insel gereist. Wohin weiß ich auch nicht. Kennt sie irgendwelche Orte in dieser Welt? Oh ja, das tut sie. Oh, ich mach mir Sorgen. Na, jetzt stopp, wir sind zum Schnoppenheim Weg, aber. Wir fahren nochmal die Villa. Kashima. Die Villa. Ein Gewitter, hab keine Angst. Okay, auf dem Weg machen wir noch ein bisschen.